hier an diesem Dienstag im Living Room. Lieber Martin, du bist zurück, genau pünktlich. Ich habe dich letzte Woche ein bisschen vermisst. Ich habe diese Woche ein Blind Date. Ganz ehrlich, Leute, ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, ich könnte heulen. Gleichzeitig, ich würde im realen Leben nie ein Blind Date machen. Sieht da gut aus? Das möchte ich doch wissen. Ich würde niemanden daten, der... Nein, das stimmt nicht. Oh, ich nehme das zurück. Wolltest du gerade sagen, du würdest niemanden daten, der hässlich ist? Scheiße. Nein, so meinte ich das nicht. Sondern einfach, er muss mir gefallen. Und gefallen ist relativ. Und deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Das Einzige, was ich habe hier, ist so ein Blatt Papier, wo ich sehe, wann ein Videoclip kommt und wann mein BD für Blind Date performt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich weiß wirklich nichts. Soll ich es dir verraten? Nee, aha. Ich darf es eigentlich nicht, aber ich verrate jetzt, wer kommt. Nein, das ist nicht witzig. Echt, ich habe keine Ahnung. Ich würde sowas nie machen. Das ist eine Live-Sendung und ich weiß nicht, wer kommt. Wie wurdest du denn abgeschirmt heute? Sie haben mein Handy weggenommen und seit 16 Uhr sitze ich hier in der Maske. Sie haben mich weder gefüttert, noch mir was zu trinken gebracht. Sie haben mich einfach hier eingesperrt. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Man muss dazu aber wirklich sagen, das stimmt wirklich, was Alex sagt. Im Fernsehen wird ja oft gelogen und betrogen. Nein. Aber ich schwöre bei allem, was ich habe, Alex weiß wirklich nicht, wer kommt. Nein, keine Ahnung. Und ich bin, guck mal, meine Hände sind ganz kalt. Ich habe echt so ein bisschen Muffensausen, ne? Also ich fühle mich ein bisschen unwohl. Ich bin so ein Control-Freak und ich habe keine Ahnung, wer heute eine Stunde lang im Interview sein wird mit mir. Naja, wen ich aber letzte Woche im Date hatte, da kann ich mich dran erinnern. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Und ich wusste auch im Voraus, wer es ist, nämlich Newcomer-Rapper, KF. 19 und das Krasse ist, der ist noch nicht so lange unterwegs und er hat live bei mir in der Sendung zum allerersten Mal publik gemacht, dass er eine Freundin hat. Guckt mal. Ja, das war also mein Date von letzter Woche. KF, der eine Freundin hat und der das zum allerersten Mal publik gemacht hat. Die ganze Sendung könnt ihr auf joyce.de jederzeit angucken. Und auf seinem YouTube-Channel hat er auch dieses Date in einem Teil von seinem Video verewigt. Hast du denn gar keine Idee? Wen würdest du dir wünschen heute vielleicht? Oh Gott. Heute habe ich ein Blind Date. Ich weiß nicht, wen mich... Hör auf, dich wegzudrehen. Wir können ja im Chat, ihr wisst es ja schon mit mir zusammen, wir können auch schon mal vorlesen, was die Leute geschrieben haben. Los. Einer schreibt voll Gucci, Digga. Und der eine schreibt voll der Spast, der Typ. Scheiße. Wen könnte es sein, Leute? Echo Fresh hatte ich schon. Kool Savas, Crow, Sido. Habe ich Crow schon gesagt? Crow wäre toll. Hättest du gerne Crow? Ja, eigentlich schon. Ach nee, sorry. Hoffentlich hört das mein Date nicht, ne? Das ist nicht Crow. Es ist nicht Crow, nein. Ach, scheiße, okay. Also ihr könnt jetzt schon mal gucken, wie mein Date musikalisch, glaube ich, unterwegs ist. Ich höre nichts, ich weiß immer noch nichts. Oh! Bitte. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money. Oh, steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money. Oh. Das war ein Ausschnitt von meinem Date. Er macht Musik. Nein, ich kann nicht mehr reden. Ich verstehe gar nicht, was los ist. Beine. Macht dich das so fertig? Naja, ich habe echt Angst. Das ist so, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Blind Date gehabt. Aber was soll denn passieren? Ich meine, das ist ein ganz normaler. Was ist, wenn ich ihn nicht, erkenne? Vielleicht ist es ja auch eine Frau. Was ist, wenn ich sie nicht erkenne? Das ist doch voll peinlich, Mann. Und ich weiß doch nichts über diese Person dann vielleicht. Vielleicht ist es ja auch eine Gruppe. Mann, scheiße. Okay, ich sehe ihn gleich. Ich laufe jetzt hier diesen Gang runter, ja? Und ich werde ihn gleich sehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, scheiße. Kannst Mutti, du jetzt ein bisschen okay, pass reden? Auf. Ich weiß, du machst dich gerade verrückt. Bleib mal ganz kurz stehen. Du bist jetzt mega aufgeregt. Ich will dir helfen, dass es besser ist. Wir machen daraus wirklich ein Blind Date, Alex. Weißt du, warum denn nur den Namen nehmen und nicht in die Tat umsetzen? Mir ist ein bisschen schlecht jetzt. Ich habe hier einen den wunderschönen BVB-Schal eines Kollegen. Du bist doch Fußballfan, nicht wahr? Ja, voll. Findest du das jetzt? Okay, oh warte. Jetzt meine Frisur, hier. Ich habe doch noch ein Date und meine Wimpern, warte. Ja, die schönen Fake-Wimpern aus Afghanistan. Die sind, hey, hallo? Die sind von Mac. Drückst meine Haare. Drückst gerade deinen Po an meinen Genitalbereich? Nein, das I.
Nein, ich halte meine Kärtchen. So, au! Bitte loslassen. Kannst du meine Kärtchen Thomas, kurz aus zwischen von meinem. Wir werden uns hier aber heute sehr intim hier. Sorry. Kurz den klassischen Thomas Gottschalk machen. Ich spüre Wind. Hör auf, mich zu hauen. Okay, und weiter. Bist du oh bereit? Nein, ich okay, weiß jetzt nicht. Nein, ich weiß nicht, ob ich das... Hör auf, Martin, du bist voll fies. Und jetzt findet Martin, allein im Studio. Ja, heiß. Nein, Martin. Heiß. Okay, komm. Martin, hör auf. Oh, Gott. Oh scheiße. So ein Mist. Alex, jetzt geht's zum meine Henker. Wimper klebt unten an. Deine Wimper. Ach, guck mal, da sitzt ja schon die Person, mit der du gleich sprichst. Ach, so ein Mist. Ich hoffe für dich, du erkennst ihn, sonst wird's peinlich. Ach nein, bitte. Lass mal, mir wir meine gehen jetzt Kärtchen. Am Kameramann hier rechts vorbei. Vorsicht. Ey, du sagst mir schon, irgendwann kommt eine Stufe. Ach komm, ich nehme dich einfach so. Bevor du jetzt irgendwie herumstolperst. Scheiße. Guck mal, er lächelt schon. Hier ist dein Plätzchen. Okay. Er freut sich, er klimpert ein bisschen, er lacht auch. Sag mal was. Ach du Schande, okay. Warte. Okay. Auf die Plätze. Ja. Fertig. Meine Kärtchen hier lassen. Hier ist dein Herzblatt. Hallo. Okay. Viel Spaß euch. Okay. Danke. Hallo. Hallo. Yo. Moneyboy. Dich hätte ich nicht erwartet. Okay. Okay, gut, wir lernen uns direkt mal kennen. Okay, nice. Hi. Hallo. Hallo. Wir kommen zum ersten Stop, nämlich dem Speed-Dating. Ich bin noch ein bisschen... Okay, gut. Okay. Das glaube ich ja gar nicht. Dich hätte ich jetzt wirklich überhaupt nicht erwartet. Okay. Ich weiß, ich habe einen Song, glaube ich, im Kopf von dir. Ansonsten weiß ich so null. Okay, oh, damn. Cool. Moneyboy ist dein Name. Wie heißt du richtig? Mr. Moneyboy, a.k.a. Lil Young, a.k.a. MBZ Pineapple the Fruit Dude. Hast du auch einen normalen Namen so? Ja, klar. Also Mr. Sebastian Meisinger. Sebastian Meisinger. Ja. Woher kommst du? Es tut mir so leid. Ja, wie heißt du? Wie heißt du? Ich muss jetzt. Ja, ich bin aus Wien. Sebastian ist mein Name. Ja. Und jetzt habe ich dreimal die gleiche erste Frage gestellt, weil ich noch so nervös bin. Okay, Sebastian aus Wien. Wie alt bist du? Über 30, so 30 sagen wir so, circa. Okay. Okay, warte. Ich muss mich hier kurz. Warte. Magst du? Ich gehe zu Entweder-Oder-Fragen, okay. Ja? Oh, du hast alles vorgeschrieben, oder was? Aber ja, ein bisschen. Sprichst du Frauen an oder wirst du eher angesprochen? Ich werde auf jeden Fall mehr angesprochen, das ist auch gut so. Okay. Bezahlst du eure gemeinsamen Dates oder lässt du die Frau bezahlen? Nee, ich bezahle alles für alles, sogar für meine. Ich bezahle immer alles. Ja? Du heißt ja auch Moneyboy, ja. Ne? Hast wahrscheinlich Asche zu Genüge. Ja. Hilfst du deiner Freundin beim Shoppen oder chillst du eher lieber zu Hause mit den Jungs? Nee, ich bin ein großer Shopping-Fan und so. Ich mag das auf jeden Fall. Ich kann das nicht verstehen. Shopping ist doch nice und so. Ich gehe immer gern Gucci und Prada. Ich kaufe dir Gucci und Prada. Ist auch so ein Hit von mir und so. Aber ich hast du mir gern heute shoppen. Was mitgebracht? So Gucci und Prada? Das ist ein Lied von dir? Ja, ich wusste nicht deine Schuhgröße und alles und so. Aber wir können morgen gehen. Ich muss morgen noch zum Kudamm und so. Das können wir auch gleich filmen alles für morgen, wenn wir shoppen gehen ja? Und so. Ja? Okay. Bist du sportlich? Ja. Sehr sportlich. Ich war ja Profisportler, bevor ich Rapper war. Wirklich? Ja, auf jeden Fall Basketball. Ich meine, so, du siehst ja wie der Boy. Nee, aber auf jeden Fall, bei mir war immer so Profisportler oder Rapper und dann jetzt bin ich Rapper und so, aber davor war ich Profi-Basketballspieler. Profi-Basketballspieler, krass, okay. Bis zu welchem Alter hat deine Mutti dir die Kleider rausgelegt? Meine Mutti war schon immer sehr bedacht darauf, dass ich fresh bin in der Schule und so. Also schon, ich würde sagen, so bis 7 oder 8 oder so. Mhm. Hat sie, ja, und dann habe ich selber gemacht und so. Aber ist schon wichtig, wenn die Mutti da drauf schaut. Hast du ein gutes Verhältnis zu deiner Mutti? Ja, auf jeden Fall. Auf meinem neuen Album ist ja ein Track, Meine Mami liebt mich. Aha. Und so iTunes, das neue Album, jetzt erhältlich auf iTunes. iTunes heißt das Album. Okay. Und das ist auch ein Track für meine Mami, das ist so auch ein Geburtstagsgeschenk an sie. Wow. Ja. Okay, das ist ja schon mal gut, dass du deine Mami ganz doll lieb hast und dementsprechend ihren Song widmest. Wir haben noch ein bisschen Zeit, uns kennenzulernen. Ich muss mich ein bisschen entspannen gerade so. Ich bin noch sehr so. Ich gebe mal kurz in die Regie ab zu Martin. Okay, er gibt uns mal ein erstes Feedback so zum ersten Spot.
Leute, ich liebe Live-Fernsehen, ich liebe den Living Room und ich liebe es, wenn Alexandra komplett planlos ist, was hier auch der Fall ist gerade. Alex, diesmal kontrolliert die Sendung dich und du nicht die Sendung. Aber das finden wir spannend, das wollen wir sehen. Der Moneyboy hat auch ganz, ganz viele Fans bei uns im Chat. Gerade, die schreiben so komische Sachen, die ich nicht verstehe. Voll crispy, der Typ und so. Also was das heißt, ich weiß nicht, könnt ihr noch rausfinden. Der Konstantin schreibt auch, der Boy swaggt. Und Michael schreibt, wer Moneyboy nicht mag, liegt bald im Sarg. Alex, ich glaube, ich sollte ihn lieber mögen an deiner Stelle. Ich hab das letzte von Martin nicht gehört, aber ich höre sowieso, ich bin echt immer noch sehr, sehr aufgeregt. Er hat irgendwas von Swag gesagt, das war doch ein Song von dir, gell? Ja, dreh den Swag auf. Mach mal kurz den Refrain. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money. Ja, genau, das war's. Okay, okay, cool. Okay, gleich mehr davon und wir lernen uns hier ein bisschen besser kennen, echt. Und zum allerersten Mal hier im Living Room ein Blind Date. Ich bin komplett planlos, aber wenigstens habe ich jetzt gerade Moneyboy kennengelernt. Bleibt dran, es kann nur besser werden. Willkommen zurück hier im Living Room zu meinem Date an diesem Dienstag. Ich habe heute Moneyboy zu Gast. Ich wusste es nicht. Es ist zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben ein Blind Date. Ob jetzt arbeitstechnisch oder privat gesehen, ja? Ich habe keine Ahnung und ich lerne auch Moneyboy heute zum allerersten Mal kennen. Und wir sind jetzt bei der zweiten Station, nämlich dem Candlelight Dinner. I can be your hero, baby. So, Berliner Pfannkuchen, Karneval anfangen so heute, oder, in Deutschland? Bist du so ein Karnevaltyp, magst du es? Nee, also, da kann ich nichts mit damit anfangen. Du kannst nichts mit Karneval anfangen? Nee. High five, ich auch nicht. Ich find's echt ätzend. Da wird man nur krank und und trinkt zu viel und steckt sich irgendwie mit weiß ich was an. AIDS oder so. Nein, also das no jetzt homo. Nicht. Nein, ja, jetzt also. So schlimm, so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Aber da reicht schon irgendwie vom gleichen Glas raustrinken und dann ist man erkältet am nächsten Tag. Und wie du vorhin festgestellt hast, ich kenne dich von deinem Song, wann war das? 2010 schon. Ja. Das ist schon also, ein bisschen her. Ja, dreh den Swag auf und so. 2010. Ja. Und dann habe ich nichts mehr von dir gehört. Dementsprechend habe ich dich heute nicht sofort erkannt. Ich kenne dich von irgendwo. Ja. Was ist in den letzten paar Jahren? Das war über 20 Millionen Klicks hattest du auf diesem Clip. Und was ist dann passiert? Wo warst du? Ja, der Boy war immer hier. So, ich bin jetzt nicht so präsent so auf der Mainstream-Bildfläche und so. Ich versuche immer so die coolen Sachen zu machen. Und das, was meistens cool ist und so, das checken nicht alle und so. Und ich habe immer im Underground einfach mein Ding gemacht. Okay. Meine Musik und so, meine Hits gemacht und so. Und ich war eigentlich immer da und so und habe meine Shows gemacht. Nee, überhaupt nicht. Du darfst auch? Ja, so. Magst nicht? Achtest du auf deine Figur? Nee, das nicht, aber so. Ich bin so ein Dude, ich esse meistens so. Ich bin ja auch ein sehr guter Koch. Ich bringe ja auch ein Kochbuch raus demnächst und so ein Trainingsprogramm und so weiter. Das ist alles jetzt in Planung, das heißt die Swagger-Transformation. Das wird von Moneyboy. Ich bin jetzt nicht so, wie ich vorher gesagt habe. Transformierst du dich auch? Ja, so auf jeden Fall. Ich war ja, wie ich vorher gesagt habe, ein Profisportler. Ja, steh mal auf, man sieht das. Er ist riesig. Ich stand ja noch nie neben ihm. Und so, du bist ja auch ziemlich groß auf jeden Fall. Ich war klein. So, ich meine so. Ja, okay. Das ist mehr. Nee, aber ich bringe das komplette Programm raus, Fitness, Ernährungsprogramm, die Swagger-Transformation. Und drum versuche ich da jetzt ein bisschen Abstand zu gewinnen von diesen Sachen und so. Ah, okay. Und in Shape zu kommen, so, ja. Okay, wann kommt das alles raus? Ja, also im nächsten Jahr 2015 auf jeden Fall, so gleich Anfang des Jahres und so, dass die Leute alle rechtzeitig noch ready werden vor dem Frühling, Sommer. Vor dem Sommer, so, ja, auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Aber okay, dann habe ich jetzt einfach die Infos, plus du bringst, glaube ich, auch noch... neben der Swagger-Transformation bringst du noch ein Album raus, Mein Album ist jetzt aktuell draußen, das heißt iTunes. Am 4.11. Ja, so. Raus. Genau. Es ist jetzt draußen, iTunes, auf iTunes, Amazon, überall digital erhältlich, www.moneyboy.at und so. Und wie der Name schon sagt, iTunes, das war noch so von meiner Phase, wo ich ein bisschen mehr iTunes, so ein bisschen vielleicht zum Drogen beeinflusst war und so, aber wie gesagt, so, man entwickelt sich weiter, jetzt bin ich mehr so auf dem, so ein bisschen wieder zurückkommen in Shape und so, aber das Album selber repräsentiert halt Turn-Up, Party, Drogen, MDMA, Heroin, Kokain, so Alkohol, auf jeden Fall, finde ich, bei Partys und so ist auf jeden Fall etwas sehr Nices, was natürlich auch den...
den allen Leuten, die die Sendung sehen, zu empfehlen, ist halt, wenn die abturnen wollen. Nein. Sorry, nein. Also, was? Nein, gar nicht. Nee, ich meine jetzt partymäßig. Nein. Also, hast du jetzt wirklich gerade gesagt, du kannst es den Leuten draußen empfehlen, wenn sie partymäßig so einen Vollgas geben wollen, zu Drogen zu greifen? Mein lieber Scheu, sicher nicht. Nö. Was? Also das finde ich jetzt gar nicht gut. Aber ich merke schon, du bist jedem sein Ding. Auf jeden Fall. Vor allem in Berlin hier so. Nein. Berlin City. Nein, wie? Hallo? Also. Wir sind hier ein Jugendsender. Du kannst doch hier nicht im Fernsehen sagen, dass sie das machen sollen. Nee, auf keinen Fall. Das sollen die auf keinen Fall jetzt machen. Okay, ich merke schon, du bist sehr, sehr ehrlich. Ja, schon auch beim ersten Date. Ich habe nur einen Joke gemacht, auf jeden Fall. Das war nicht witzig. Ja, wie ich jetzt gesagt habe, dass es nicht so zu empfehlen ist, habe ich einen Joke gemacht. Ach. Vielleicht was witziger ist, sind deine Freestyles. Definitiv. Willst du hier die Stimmung ein bisschen auflockern? Ein bisschen das Eis brechen. Mhm. Versuchen wir ein bisschen das Eis zu brechen. Oh, ich sehe, du hast ein bisschen Eis auf deinem... Oh, bist du schon verlobt? Nein. Aber ich sehe da einen ziemlich fetten Iceberg. Nein. Klunker, kannst du sagen? Nein. Wie viel Karate? Keine Ahnung. Schieß. Na okay, Freestyle, okay. Jo, es geht folgendermaßen. Alright. Oh, damn. Warte, wie fing dieser Freestyle noch an? Ich sag machst du das nicht irgendwie jeden Tag ein paar Mal? Doch. Okay, es geht folgendermaßen. Yo, es ist Money Boy bei Joyce TV. Der Boy, der G. Sick wie Leukämie. Und ich stecke jetzt mit AIDS diese Hater an und bin am Ballen ähnlich so wie ein Laker, Mann. Check das aus, ich sipp die Coke mit dem Jim Beam Getränk. Und das Coke ist im Wasser wie ein Swim-Team, du Penner. Tschüss. Also mit gewissen Dingen, die du gerade angesprochen hast, mit denen sollte man keine Späßchen machen. Also ich distanziere mich ein bisschen davon. Büro klatscht. Ich weiß nicht, Martin. Wie siehst du denn das gerade so, was hier vorne abgeht? Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten und habe mich aber jetzt entschlossen, da ich so ein bisschen die Gewalt jetzt über den Chat und die Regie habe an dieser Stelle, dass ich da ein paar Dinge finde, die nicht ins Fernsehen gehören und deswegen weigere ich mich an dieser Stelle, den Chat vorzulesen und werde hier jetzt nichts weiter machen, denn da sind ein paar Sachen gefallen, die ich nicht in Ordnung finde und damit möchte ich von dieser Stelle nichts zu tun haben und auch den Chat nicht supporten. Definitiv nicht. Mein Ding. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos gerade, vor allem wenn Martin da auch gerade... Ich weiß noch nicht, ob du das gerade alles sehr witzig findest und ob das sogar zu deiner Masche ist. Wir werden noch ein bisschen Zeit haben, um das rauszufinden. Ich glaube, während dem Clip hier wirst du dich hier hinsetzen und ich mich dort, damit deine Jungs dich hier nicht mehr supporten können. So, okay, ne? Okay. Und dann mal gucken, ob wir da ein bisschen... den echten Sebastian kennenlernen, ja? Nice. Okay? Klingt wollen wir nice. Gucci und Prada angucken? Yes, sir. Ja? Von Money Boy her, Gucci und Prada, bitte. Turn up. Ich kauf dir Gucci und Prada. Und flieg mit dir rund um die Welt. Ey, yo. Denn Baby, du bist Hammer. Und ich hab Geld. Ey, yo. Und ja, wir chillen in Jamaica. Und liegen am Strand. Ey, yo. Dieser Boy ist ein Player. Komm, gib mir die Hand. Ey, yo. Oh ja, ich bin so nice. Oh ja, ich bin so nice. Oh ja, ich bin so heiß. Oh ja, ich bin so heiß. Oh, ja, ich bin so reich, oh ja, ich bin so reich. Nein, ich schau nicht auf den Preis. Nein, ich schau nicht auf den Preis. Yippie-yay, ich hab Geld, ich hab Kohle, ich hab Cash. Baby, wenn dir das gefällt, schwing den Po in meinen Jack. Ich hab auch eine Corvette und sogar einen eigenen Jet. Komm mit mir in meine Crib und ich zeige dir mein Bett. Ich hab Schmuck um meinen Hals, ich hab Schmuck in meinem Ohr. Es ist 2011, ich habe Schmuck wie nie zuvor. Ja, mein Lifestyle ist nice, denn ich schau nicht auf den Preis. Wenn mir irgendwas gefällt, ja, dann kaufe ich es ein. Ich fick Frauen in meinem Bett, ich
flieg vorn in meinem Jet. Großes Pferd auf dem Shirt, ja, mein Outfit ist fresh. Und die Ladies sagen, wow, ja, sie staunen nicht schlecht. Du denkst, du schaust MTV, denn mein Haus ist perfekt. Ich kauf dir Gucci und Prada und flieg mit dir rund um die Welt. Ey, yo. Denn Baby, du bist Hammer und ich hab Geld. Ey, yo. Und ja, wir chillen in Jamaica und liegen am Strand. Ey, yo. Dieser Boy ist ein Player, komm, gib mir die Hand. Ey, yo. Oh ja, ich bin so nice. Oh ja, ich bin so nice. Oh ja, ich bin so heiß. Oh ja, ich bin so heiß. Oh ja, ich bin so reich. Oh ja, ich bin so reich. Nein, ich schau nicht auf den Preis. Nein, ich schau nicht auf den Preis. Ich denk dauernd nur an Geld. Ich hab Money on my mind. Mr. Money ist ein Hustler. Yeah, I'm always on my grind. Baby, du bist wunderschön. Baby, ich will dich verwöhnen. Kommst du mit zu mir nach Haus? Ja, dann bring ich dich zum Stöhnen. Du willst Schuhe von Dior? Komm doch mit in die Boutique. Du willst raus aus der Stadt? Dann steig ein in meinen Jeep. Und wir cruisen durch die Nacht. Fahren herum mit meiner Yacht. Shoppen, Party, Sex und Rap. Das ist das, was ich so mach. Du brauchst einen coolen Mann. Nimm dein Phone und ruf mich an. Dieser Money Boy ist reich, ja, das hast du gut erkannt. Du hast wunderschöne Augen, ich hab Swagger und das Geld. Pack den Gucci-Koffer ein, denn wir jetten um die Welt. Ich kauf dir Gucci und Prada und flieg mit dir rund um die Welt. Ey, yo. Denn Baby, du bist Hammer und ich hab Geld. Ey, yo. Und ja, wir chillen in Jamaica und liegen am Strand. Dieser Boy ist ein Player, komm, gib mir die Hand. Ey, yo. Oh ja, ich bin so nice. Oh ja, ich bin so nice. Oh ja, ich bin so heiß. Oh ja, ich bin so heiß. Oh ja, ich bin so reich. Oh ja, ich bin so reich. Nein, ich schau nicht auf den Preis. Nein, ich schau nicht auf den Preis. Moneyboy heute hier bei mir zu Gast. Er ist mein Blind Date, mein allererstes. Ich lerne dich gerade ein bisschen kennen. Am Anfang fand ich das ganz süß. Du hast sogar gesagt, du bist ein bisschen nervös. Ja, jetzt finde ich das aber nicht mehr ganz so toll. Okay. Dich. Wow, wow, wow. Und zwar sagst du ein paar Sachen. Ja. In deinen Songs und hier im Interview und so. Ja. Das ist ja wahrscheinlich immer die große Frage, kann man Moneyboy ernst nehmen oder nicht? Ne? Meinst du das ernst oder nicht? Nichtsdestotrotz, du haust ein paar Sachen raus. Ja. Ich weiß nicht, findest du das wirklich okay, falls jetzt so die Jungen das nachmachen würden? Ja. So diese Scherzchen, jetzt mal so Hand aufs Herz. Weil ich weiß nicht, ob du Papa bist oder nicht. Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du deinem Sohn sagen würdest, ey, hau auf die Kacke, mach das und weißt du? Ja, auf jeden Fall, aber so. Ich habe ja den Hintergrund, ich habe ja auch studiert, das wissen wir also nicht. Also kannst du nicht ganz blöd sein, oder? Nee, so, das kann ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall so, ich habe mich beschäftigt so mit diesen Medien-Effekten und Wirkungen und so. Ich habe das genau studiert und so und drum weiß ich auch am besten so, dass es nicht so einfach funktioniert, dass wenn ich sage so, yo, alle, die jetzt Joyce TV schauen, raucht jetzt eine Crackpipe, auch eine Crackpipe und so. Die Leute sind nicht so dumm, wie man manchmal glauben würde und so. Die sind schon irgendwie so drauf und checken den Boy auch und so. Man braucht nicht alles so beim Wort nehmen und die sehen das auch so. Okay. Also wir können upturnen, wir können Party machen mit Mädchen und so, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt Crystal Meth ziehen und irgendwie so ein Gangbang machen. Also ich meine so, die Leute, du willst ein bisschen provozieren, ja? Ja, so mal ein bisschen immer, so die Grenzen aufzeigen und so, wie weit kann man gehen und so, aber die Leute checken das schon und so. Man braucht sich ja auch nicht so dumm stellen und so. Wenn, naja, man muss, nicht jeder checkt, aber okay, also du relativierst da so ein bisschen deine Aussage damit. Es kommt mir so rüber, als würdest du so jeweils das Erstbeste vielleicht auch gerade sagen, was in den Sinn kommt. Trotzdem, du hast studiert und du denkst zumindest, dass es nicht so einfach funktioniert. Ich muss trotzdem da uns ein bisschen davon distanzieren, ja, ne? Ja. Ach, ja, klar. Weil hier der Chat, viele finden das auch gerade nicht so gut, ne? Ich glaube, und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, damn, ja, ne? Auf jeden Fall. Aber kommen wir mal ein bisschen jetzt zu dir. Es gibt schon, achso, wir müssen kurz zu Martin. Ach, jetzt, wo es gerade ein bisschen flutscht. Okay, Martin sagt jetzt noch was dazu. Okay. Weiß nicht, wie das jetzt sein wird. Martin, bevor ich weitermache, ich hau noch mal zu dir nach hinten in die Regie. Was sagst du? Yo,
Du hast ja gerade gesagt, Bunny Boy, dass die Leute gar nicht so dumm sind. Dann möchte ich gerne ein paar Zitate vorlesen aus dem Chat, wo ich mich das allerdings dann doch fragen muss, ob sie dumm sind. Denn nicht alle, glaube ich, können das so gut verstehen, dass es vielleicht einfach nur ironisch gemeint ist. Zum Beispiel der Michael schreibt: Ich habe mir gerade Heroin gegönnt und fühle mich pudelwohl. Ob er das jetzt auch lustig meint oder nicht, verstehe ich nicht ganz, aber irgendwie als, für mich als Außenstehender ist es irgendwie so nicht wirklich zu durchblicken, was ist Ironie und was nicht. Von daher finde ich es ein bisschen kritisch. Weiter schreibt er auch, die Moderatorin braucht mal einen Dicken, damit sie Ahnung vom Leben hat. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir dann überlege, ob die Message, die du ausstrahlst, vielleicht wirklich draußen richtig verstanden wird und ankommt. Das nur als Kritik von meiner Seite aus. Yogi Bär unterstreicht das ein bisschen und schreibt, der Typ ist mir total unsympathisch. Das ist das schlimmste Date seit langem. Tobias schreibt aber, der ist ja echt dumm im Kopf, was für ein Assi. Aber natürlich, Money Boy, du hast auch wahnsinnig viele Fans, die sind ebenfalls im Chat und sagen, dass du das sehr, sehr gut machst. Und natürlich nehmen sie auch Stellung zu dir und sagen hier, die Moderatorin sollte mal aufhören, ständig den Boy zu haten. Das soweit von mir. Persönlich, also zu haten, nee, ich distanziere mich einfach von fast 90% von dem, was du gesagt hast bis jetzt. Das wollte ich einfach klarstellen. Die negative Kritik, die jetzt irgendwie, oder das negative Feedback, interessiert dich das ein bisschen? Nein. Klar interessiert mich das als studierter Akademiker. Nehme ich das natürlich auf, wie ein Schwamm natürlich auch diese Wasserflüssigkeit aufnimmt. Und das gibt mir natürlich zu denken, aber so, der Boy hat schon seine Schlussfolgerungen gezogen und so. Du bist ein ganz gescheiter Kerl. Ich meine, du bist wahrscheinlich leicht schizophren und wirst dann einfach als Money Boy ist das vollkommen Latte. Und als Sebastian aus Wien weißt du ganz genau, ach, das ist nur meine Masche, Mami und Papi haben mich noch lieb zu Hause. Haben ach, sie dich? Finden sie okay, das, wow. Finden sie das okay so? Was du rauslässt? Ich weiß nicht, warum du diese Verbindung jetzt, keine Ahnung, das klingt mir jetzt so psychotherapeutisch und nee, so. Gar nicht. Ich dachte, wir sind auf einem Blind Date. Das wirkt ja, jetzt so ein bisschen so, als wäre ich da so bei so einer Gesprächssession oder so. Nee, aber bei einem Blind Date wird ja dem Boy ein bisschen unangenehm, wenn er das gelöchert wird. No homo. Versucht man doch vielleicht auch einen guten Eindruck zu machen. Und das probierst du ja jetzt nicht unbedingt. Ne? Deswegen kann ich vielleicht auch mal fragen, wir machen dieses Blind Date hier im Fernsehen. Und da bin ich sehr bedacht manchmal, ob ich das, was ich rauslasse, ob meine Mami das gut findet oder nicht. Deswegen, ich stehe meinen Eltern sehr nah. Ich weiß, du mit deiner Mami auch. Da ist ein Song drauf auf dem neuen Album für deine Mami. Findet sie das gut? Na klar, der Boy also ist famous. Er macht sein Money und so. Und also meine Mutter ist da so, hey, er soll es so kriegen, wie er es kriegen kann, sein Money. Ob er das auf der Street beim Crack ticken, die freut sich, dass ihr Boy noch am Leben ist und sein Ding macht. Ich supporte sie, gebe ihr natürlich auch Money. Und sie freut sich natürlich, dass da was reinkommt. Das sagt deine Mutter? Ja, auf jeden Fall. Genau so? Ja, sie sieht mich in der Zeitung, sie fotografiert das ab und so und sie ist zufrieden auf jeden Fall. Sie sieht, der Boy, die Leute reden über ihn und sie sieht das recht einfach und so. Und das ist auch nice. Und freut mich auch natürlich, wenn ich Fame bin und die schreibt mir, wenn ich in der Zeitung bin und so, dann freue ich mich. Natürlich bin ich stolz drauf, dass ich meiner Mutter eine Freude gemacht habe und so. Klar. Okay. Dürfen wir deine erste Performance sehen? Klar, Cola mit Eis. Cola mit Eis? Ja. Ja? Aus dem neuen Album? Na, aus dem letzten Mixtape, Splashy Splash auf www.moneyboy.at runterzuladen. Okay. Magst du dich mal ready machen? Ich bin ready. Und ihr draußen, ihr könnt auf joyce.de/live via Twitter oder Facebook natürlich auch voten. Funktioniert dieses Date? Ja oder nein? Sollen wir uns bitte nicht mehr... fast versprochen. Nee. Können wir oder sollen wir uns noch mal treffen oder nicht? Das könnt ihr entscheiden. Ich glaube aber nicht, ne? Sag ich jetzt schon mal. Was? Los geht's. Dieser Song muss richtig, richtig reinhauen. This is the remix, hey. This is the remix, hey. This is the remix, hey. Ich komm im Rover vorbei bei dem Yoga-Verein und ich pose mit Schein und die Ho steigt dann ein. Wow, sie trägt ein rosanes Kleid und ist sowas schon nice, ihre Pobacken heiß. Ich fühl mich wie Hover, der Guy, der Millionen verdient, man, you know what I mean, ey. Sie ist meine sexy Beyoncé. Und sie gibt mir jetzt eine Chance.
Also nehm ich sie mit zu mir und sie sieht dann mein Haus und sie zieht sich dann aus und sie legt sich aufs Bett, Bild vom Player geleckt. Dieser Day ist perfekt, ich bin mega relaxed. Sweat nach dem Sex geh ich an die Bar und hole Cola mit Eis. Chip. Keine Pepsi, Babe, du bist sexy. Cola mit Eis. Ich bin Sportler, morgen ist Matchday. Cola mit Eis. Wir sind am Ballen. Alle Teenies unter 16, komm, wir trinken Cola mit Eis. Ich steh neben der Scheibe und seh meine Kleine, während sie sich stretcht. Seh ihre Beine nur wenig bekleidet, Baby ist perfekt. Nach dem Sport an die Bar, wir trinken Cola mit Eis. Sie macht sie frisch und ist sofort wieder da. Wir trinken Cola mit Eis. Alle Teenies unter 16, komm, wir trinken Cola mit Eis. Wir sind am Ballen. Homie, du hast paar Pechsträhnen, komm, wir trinken Cola mit Eis. Du bist Sportler, morgen ist Matchday. Cola mit Eis. Du bist so schön, also bleib sexy. Cola mit Eis. Yes, sir. Ihr wisst Bescheid. Cola mit Eis von Moneyboy. Auch in diesem Song ein paar fragwürdige Sachen, wovon ich persönlich mich distanzieren würde. Aber wovon oder was ich jede Woche wieder feiere in diesem Date, sind Martins Umfragen. Und diese Woche war er auch wieder unterwegs. Ich bin sehr gespannt, was die Woche, die Frage war auch die, durfte ich vorher nicht kennen. Bitteschön. Brrr, es ist kalt geworden in Deutschland, heißt wir brauchen mehr Wärme, mehr Liebe. Aber die Liebe, nach der ich heute frage, ist ja doch eher zwischen Frau und Frau zu sehen als bei Mann und Mann. Warum das so ist, frage ich heute, denn ich möchte gerne wissen, na, schon mal was mit dem gleichen Geschlecht gehabt? Ganz kurze Frage an dich. Hattest du schon mal was mit dem gleichen Geschlecht? Kein Interesse. Das ist es einfach? Ja. Wo war's denn? Shopping. Nein, Knutschen oder so. Im Grunde einfach nur zu viel getrunken und dann ja, war eine Freundin gerade mal gut genug. Wir könnten es hier und jetzt ausprobieren. Ja, danke. Wieso, mehr als Knutschen oder nur das? Ja. Wie kam es dazu? Oder stehst du generell auf Frauen? Nein, aber wenn man sich verliebt, dann verliebt man sich. Hast du schon mal eine Frau verliebt? Ja, wir waren 4 Jahre zusammen. Cool ist das, aber du würdest von dir sagen, du bist heterosexuell? Ja. Erklär mal. Na, ich mach da keinen Unterschied. Hallo, ganz kurze Frage, jetzt renn doch nicht weg. Bi. Ich bin bi. Wann hast du das erkannt? Auch schon eine ganze Weile. So ein? Oder eher so ein? Was macht ihr hier eigentlich für eine Sendung gerade? Also ich würde jetzt, wenn ich dich jetzt so sehe, würde ich sagen, ja okay, ist ein Typ, aber ich gehe einfach weiter, das interessiert mich nicht. Nein, ich bin kein Schwuchtel. Tut mir leid, ja, für die Aussage, aber ich bin nicht schwul. Warum glaubst du, ist es bei Frauen nicht so das große Ding, dass es schon mal passieren kann, aber bei Männern schon? Weil das durch die Medien wahrscheinlich initiiert wird. Ich weiß nicht, ich glaube, es liegt an den Männern, dass die das einfach spitz machen, wenn die zwei Frauen sehen. Also spart auch den richtigen Zeitpunkt. Ach, dann würdest du es machen? Ja, also wenn der Richtige kommt. Wenn die Richtige kommt? Die Richtige? Das war doch die Frage. Frauen wissen, was Frauen wollen. Stehst du auf Frauen generell? Ja. Auch lesbisch? Richtig. Gut, dann hat sich die Frage auch erübrigt. Das war mal eine klare Aussage. Ja! Ich muss sagen, die Antworten haben mich nicht überrascht. Es ist genauso eingetroffen, wie ich es gedacht hätte. Jetzt aber meine Frage ins Studio. Alex. Und dein Blind Date Gast. Ging da mal was? Moneyboy, ging da mal was? Zwischen wem? Zwischen dir und dem Typen? Na, never. Also ich meine, ich möchte ganz ehrlich sein, das ist auch typisch für mich. So, es kann schon mal sein, dass mit meinen Kumpels und so, wenn da was geht, es ist natürlich immer als Joke gemeint. Wir filmen das manchmal und verarschen die Leute und sagen so, yo, reingefallen, ihr dachtet wirklich, wir machen das und so. Wir machen das manchmal, um die Leute zu verarschen und so. Aber es ist nichts dabei, ich habe viele Kumpels und so. Und ich bin der Letzte, der irgendwem was sagt. Da kann man auf jeden Fall so, auch wenn du sagst so, yo, der Boy ist krass mit seinen Aussagen und so. Da bin ich bin der Letzte, der zu haben ist für Diskrimination gegen irgendwem oder so.
mir ist das scheißegal und so. Und ich bin auch nicht so einer, der sagt so, jo, mir ist das scheißegal, die sollen nur von mir wegbleiben. So, ich habe überhaupt nichts dagegen, so. Ich habe da überhaupt keine Vorurteile oder so. Dann soll man mir auch das nicht vorwerfen, so, wenn ich ein paar Aussagen mache oder so, weil ich so versuche es auch real zu keepen und so zu keepen, dass wir alle peaceful sind und so. Und wenn jemand schwul ist oder irgendwas oder so, es könnte vielleicht ich auch sein. Ist es mir peinlich? Ist es mir nicht peinlich? So. Bin ich schwul so? Hey, ich versuche das überhaupt nicht zu beweisen. Ich weiß es für mich selber und die Leute wissen es und so. Mir ist es scheißegal. Es kann auch jedem egal sein, wenn die Musik stimmt oder nicht so. So, und das versuche ich, versuche es ein bisschen den Leuten mitzugeben, Toleranz so. Toleriert meine Jokes, aber toleriert genauso, wenn jemand so eine andere Neigung hat oder so, scheißegal und so. Hey. Weißt du? Finde ich cool. Diese Aussage finde ich absolut cool. Und da stimme ich dir auch voll zu. Nee, bitte nicht in der Sendung rauchen. Ach so. Nee. Nee, das ist nur so Katzenminze. Nee, mach nicht wieder alles kaputt. Das war gerade so toll. Das wirklich. Ist aber nur so. Nee. Also, das ist keine normale Zigarette. Das ist nur mit so Aroma. Nee, besser nicht. Nee, ich hab's. Okay, nee, okay. Vielen lieben Dank. Kein Problem, okay. Dankeschön. Lieber nicht. Lieber so, keine Rauchentwicklung. Das versuchen wir zu vermeiden, auf jeden Fall, definitiv. Ja, sehr gut. Okay. Ja, vielleicht läuft's genauso weiter. So toll. Ich glaube, wir machen so langsam Fortschritte. Vielleicht, ja. Wir gehen ganz kurz in eine Pause. Ja, okay. Wollen wir das genauso festhalten? Ja, halten wir es fest. Ich bin on my way, man. Money Boys in the building. Cool. Ihr müsst unbedingt dranbleiben. Bis gleich. Willkommen zurück im Living Room heute mit meinem Blind Date, Money Boy. Er hat sich bereits schon ins Bett gelegt, denn wir kommen zur dritten und letzten Station, nämlich dem Bettgeflüster. Kann heiter werden. Darf ich da auch noch rein? Ja, klar, auf jeden Fall. Danke. So, guck mal, du hast frische Bettwäsche. Alle draußen werden merken, dass es rot ist heute und... Okay, worauf willst du da anspielen? Oder? Was denn? Nee, du hast neue Bettwäsche gekriegt. Ja, ja, so. Gucci. So ein Gucci. Ist, hast du mitgenommen? Yep. Jetzt sag mal, im Bettgeflüster geht es so richtig zur Sache, verbal. Oh, ne? Schiss, verbal. Ja, okay, da bin ich gut. Wie? Das heißt, der Boy gut, auf jeden Fall. Bist du gut mit Frauen, ja? Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gut mit Frauen, auf jeden Fall. Das heißt, wie bist du, wenn du in einer Beziehung wärst? Hast du eine Beziehung? Nee, ich hatte lange Jahre eine Beziehung und so. Und jetzt bin ich so auf jeden Fall am Trainieren und so für die nächste Beziehung. Du bist am Trainieren für die nächste Beziehung? Ja, auf jeden Fall. Wie trainierst du? Was beinhaltet dieses Training? Ja, man versucht halt so die alltäglichen Probleme irgendwie so durchzustehen. Und wenn du schon merkst, dass ein Mädchen da so ausflippt und so, dann merkt man gleich so, wow, okay, das ist vielleicht nicht das Richtige und so. Weil ich bin nicht so der Dude für Streitereien und so. Okay. Ich bin immer gechillt und so, das liegt vielleicht auch so. Bist du harmoniebedürftig? Ja, harmoniebedürftig und so, auf jeden Fall. Und so sexbedürftig auch so. Also halt, dass man auch so ein bisschen experimentiert und so und auch so crazy shit macht, sagen wir mal wie so. Wie zum Beispiel? Ja, halt so vielleicht, keine Ahnung, so mit Partnertausch oder so, dass man vielleicht auch so ein... Also ich will jetzt nicht zu tief so in die Materie rein, in die Bettschublade hinein. Darfst du? Wir haben und so. Du darfst. Und so, ich sag mal so, ey, man kann ja so ein bisschen, also wenn das meine Freundin ist und so, aber wenn meine Kumpels da sind, sage ich immer so, Homies sind mir auch nahe und sage ich so, hey, könnt auch, aber ihr müsst respektieren, dass es meine Freundin ist und so und das ist nur Sex und Beziehung ist wieder was anderes. Sex, Liebe. Muss man unterscheiden und so, aber normalerweise merkt man das ja schon. Wenn ich merke so, hey, okay, die liebt diesen anderen Freund von mir, sag ich so, dann ist der sag ich so, hey, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein, so, weil... Okay, wow, okay, warte, ich glaube, du hast mich verloren. Du würdest deine, ich mach nur kurz eine Zusammenfassung, du würdest deine Freundin mit deinen Kumpels teilen, sexuell. Ja. Also, so, ne, sie darf mal mit deinem Kumpel, mit Kumpel 1, 2, 3 und 4, aber sie gehört dir. Ja, gehört, du, so sollte man es nicht darstellen. Aber sie ist deine Freundin, also geliebt, also die Liebe. Ja, ja. Und aber wenn sie da auch darauf Bock hat, natürlich und so. Okay. Wenn nicht und so, dann muss man das ja auch nicht so machen und so. Das ist keine Grundvoraussetzung, aber ich sag so, meine Homies sind meine Homies und so. Und du teilst mit ihnen alles. Und ich versuche mit ihnen zu teilen, aber bis zu einem gewissen Punkt, so, wenn es sich auf Sex bezieht und so, aber wenn ich merke so, die Flirte, die findet ihn cool, auch als Person, über den Sex hinaus, sage ich so, hey, dann kriege ich Probleme. Dann sage ich so, hey, warum fahrt ihr auf den ab
und nicht auf mich und so. Okay, da kommt, das ist ja menschlich, das ist ja. Eifersucht, ne? Ja, einfach. Genau, ja. Du hast natürlich sie lieb und so. Teilst sie und lässt ihr diesen Freiraum, genau. Aber ja. Ich bin natürlich das so, sexuelle Freiheit und so, musst du es auch nicht so zensurieren und so. Okay, aber jetzt mal so unter uns gesagt, ist das schon mal passiert? Ja, also es ist. Oder schon, ist es nur so von eine Vorstellung, dass du es machen würdest? Vorstellungen gibt es krassere auf jeden Fall, die kann ich hier nicht sagen, aber nee, das ist auf jeden Fall schon passiert und so, aber ich meine, es ist halt immer so die Sache, wie nah man mit der Freundin ist und so, und vielleicht ab irgendeinem Stadium und so kann man dann nicht mehr die Homies dazu holen. Ab welchem Stadium? Sagen wir mal, wenn man schon ein Jahr zusammen ist oder so. Ach so, ja, okay. Dann, das heißt am Anfang? So, am Anfang kann man noch ein bisschen rumexperimentieren und dann kann man noch ein Feeling kriegen und so, wie die drauf ist und so. Aber ich meine so nur, wenn jeder damit cool ist. Wenn nicht, muss es ja auch nicht sein und so. Weißt du, wie lange ist deine längste Beziehung? Also längste Beziehung dreieinhalb Jahre so. Und jetzt, wenn du sagst, du trainierst gerade so für die nächste Beziehung, ja. Wie würdest du jetzt die nächste rumkriegen? Sei es jetzt zum Abendessen oder würdest du eigentlich das alles weglassen und direkt mit dir ins Bett? Nee. Doch, nein. Ein bisschen romantisch? Auf jeden Fall, es muss schon so einen gewissen Ablauf haben und so. Okay. Weil wenn es direkt zum Bett ist, dann frage ich mich auch selber so, yo, was geht da ab und so. Okay. Dann habe ich selber meine Zweifel, wenn die mich überhaupt nicht kennt und so. Klar, man kennt mich so von Joyce TV. Yo, der Boy ist ja hier. Bei Joyce kennt mich natürlich jeder, aber so genauer kennenlernen muss mich schon und so. Aber ich sag mal so, wenn man sich näher kennenlernt und so, dann irgendwann sind dann nur noch zwei Personen da und so, und dann muss man sich halt so genau auseinandersetzen und so, aber ich bin halt so, ich versuch gerne meine Freiheit zu behalten und so, weißt du, was ich meine? So ein bisschen und so, aber schau, ich bin so, ich versuche es ehrlich zu keepen, ich versuche nicht hinter dem Rücken und so, und ich sag so, so ist es, und wenn du von Anfang an ehrlich bist, kann natürlich das Mädchen sagen so, wow, ich finde das krass, ungewohnt oder irgendwas, aber solange du ehrlich bist, kann sie zumindest sagen, der ist zumindest aufrichtig. Das ist mir wichtiger, als wenn jemand so sagt, ich liebe dich so sehr, bla bla bla, und dann betrügt er die und so, dann sage ich lieber so, hey, ich mag dich sehr, aber wenn, weißt du, so. Ach, das heißt, währenddem du sie mit deinen Kumpels teilst, willst du aber auch die Freiheit haben, den Freibrief haben, quasi mit anderen Frauen rumzuvögeln? Ja. Wenn du willst. Ja, ja. Dürftest sie aber auch Nein sagen und du würdest sie trotzdem als Freundin behalten? Klar, na klar. Hey, sie kann, nein, das hängt davon überhaupt nicht ab oder so. Wenn sie so drauf ist, dann ist sie so drauf. Okay. Und dann machen wir es so. Und wenn nicht, dann respektiere ich das vielleicht sogar umso mehr. Weil ich sage, die sagt zumindest klar, dass es nicht für sie ist und so. Und wenn ich trotzdem Interesse habe, das hängt ja nicht davon ab oder okay. So. Darf ich noch deinen besten Anmachspruch haben? Wow, ey, schau, darfst du mich so, das ist nicht mein Ding. Der Boy gibt es relativ simpel und so. Okay. Ich kann da nichts, I'm out. Was immer mir gerade einfällt für Worte. Da überrascht mich jetzt gerade positiv, aber. Ja, danke, okay. Wow. Okay. Oh. Martin, na? Ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass ich diese Augenbinde, die du von aufhattest, jetzt die ganze Zeit hätte und auch auf den Ohren. Aber das ist nur meine persönliche Wahrnehmung. Ich lese einfach nur kurz, was der Chat geschrieben hat. Der Michael schreibt, Leute, ganz ehrlich, Moneyboy ist Künstler, rafft es doch endlich, genießt den Boy und bleibt treu. Kevin schreibt, was für ein Hipster, solche Deppen-Crew, damit war der Auftritt gerade gemeint. El Guni schreibt, dieser Boy hat dieses Ebola-AIDS. Schreibt auch weiter, kein Gay-Chat, guck auf deinen AIDS-Test. Adrian schreibt, der Andi ist ein minderwertiger Hund, der den Boy hatet, weil er nicht so nice Clothes hat, wie er es tut. 17 Uhr Gesundbrunnen schreibt, ist richtig anzwängig, Streber-Dude, dieser Moderator. Damit bin wahrscheinlich ich gemeint, Grüße. Michael schreibt weiter, take drugs and rape sluts. Jan schreibt, Moneyboy ist der realste Dude im Game am Bienen. Selina sagt, es erschreckt mich, dass es Frauen gibt, die denken, Junge, lecker, was für ein Typ. El Guni schreibt wieder, der Boy ist der niceste Dude in Europa. Und Yogi Bear schreibt, endlich mal was Vernünftiges aus seinem Mund und dann wieder alles weg. Das sind die Reaktionen auf dich, Moneyboy. Wow. Ganz unterschiedlich. Du spaltest die Nation, würde ich da einfach mal so sagen. Ne? Zumindest unsere virtuelle Nation. Weißt du, einige, also die eine Aussage mit, du bist Künstler und man soll dich einfach mal nur so nehmen.
es gab halt einfach ein paar Sachen, ich hoffe, du verstehst mich, wo ich einfach wirklich sagen muss, ob du Künstler bist oder nicht. Es ist echt tricky, sowas zu sagen. Okay. Aber es ist dein Ding. Ne? Jedem das Seine. Jetzt frage ich noch mal kurz, ach, können wir noch ein bisschen quasseln, Regie, oder soll er schon mal noch mal performen? Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor du das letzte Mal... Ich glaube, wir können noch kurz. Wir können noch kurz. Wenn sie schon so fragt, also ich meine... Du meinst, wenn ich schon noch ein bisschen Zeit doch ja, noch mit dir? Genau. Genau. Naja, ich habe dich ja auch vorhin kurz gefragt, während der Werbung, ob du wirklich so bist. Du warst doch am Anfang so lieb und dann warst du ein bisschen überrascht. Weil ich nicht raffe, dass du was Künstler bist und jetzt ernst gemeint habe. Nee, eigentlich, ich fand, ich war so durchwegs gleichmäßig so, wie ich bin, weil wenn du sagst, ich war am Anfang lieb und so, ich versuche es halt real zu keepen. Manchmal ist die Wahrheit für viele Leute halt so irgendwie so schwer zu keepen. Ja. Es kann natürlich einer sagen so, yo, ich bin der romantischste Dude und so und keine Ahnung, wer weiß, was der in Wirklichkeit macht und so. Ich versuche das zumindest nicht so, den Anschein zu erwecken, so, dass ich so perfekt bin und so. Ich gebe es zumindest zu und so, und das wirkt vielleicht für manche so manchmal ein bisschen schockierend. Ich glaube, ich habe jetzt nicht so was Krasses gesagt. Ich habe jetzt nicht gesagt, yo, spritzt euch alle Heroin oder so. Ich glaube, so direkt würde ich nicht gehen, so weiß ich nicht. Es war ähnlich. Vielleicht war es ähnlich und so, kann sein, aber jeder hat so seine Ausrutsche. Davon bin ich selber, ich sage ja selber nicht, ich bin perfekt und so. Ich versuche nicht so, aber ich versuche meistens so die Message rüberzubringen, wo ich glaube so, dass auch alle Leute gut damit fahren und niemandem was passiert. Ich möchte jetzt niemanden raten, so, weißt du? Aber schau, genauso sage ich, mir kann genauso ein Fehler passieren, dass ich irgendwas sage, was ich vielleicht im Nachhinein bereue oder so, weißt du? So, ich bin nicht immun gegen irgendwas und so. Passiert das manchmal, dass du was rauslässt und danach bereust es? Auf jeden Fall. Es passiert oft genug und so, und dann denke ich mir es, aber dann denke ich mir genauso gut, jedem passieren mal irgendwelche Fehler. Man sollte es niemandem, genauso rechne ich das niemand anderem so böse an wie manche. Die Leute sind ja oft so, der hat in der Öffentlichkeit das und das gemacht und wir haten ihn alle. Ich bin immer so, bisschen Abstand, jeder ist menschlich, jeder macht Fehler. Ich brauche nicht, wenn 100.000 Leute in Deutschland den haten, muss ich den nicht auch noch treten, weil der andere Dude, der, also weißt du, jeder macht seine Fehler und so. Und ich stütze mich genauso nicht auf jemanden und bin halt immer so, hey, respektiert, jeder macht seine Fehler und so. Ich mache genauso meine Fehler. Ich sage vielleicht irgendwas Falsches oder irgendwas, aber so die meiste Zeit versuche ich eigentlich so, den Leuten eigentlich so was Positives im Endeffekt zu vermitteln und so. Aber ich meine, es ist Entertainment, Money, dies, das und so. Man kann nie perfekt sein und so. Aber ich keep es zumindest real. Das muss man zumindest respektieren. Okay. Ich respektiere auf jeden Fall deine Meinung und du hast ein paar sehr schöne Dinge gesagt. Ich gebe dir auch noch mal eine zweite Chance. Wow, damn. Aber hier auf der Bühne mit Musik, Sebastian. Beim Boy läuft. Magst du noch mal performen? Ja klar, wir machen noch. Ich mache noch mal. Auf jeden Mach's Fall. Mach noch mal. Was denn? Ich kenne die Songs auch nicht. Ne? Ja, es ist auch alles Willst ganz neu. Kein Problem? Kein Problem, Mann. Kein Problem, Mann? Ja. Okay. Das ist der von meinem neuen... Yo, von meinem neuen Album High Tunes jetzt käuflich, wie sagt man, erhältlich? Erwerblich. Okay, let's go. BBC, chill. Yeah. Wir sind hier, Money Boy, im Gebäude. Du bist lief mit dem Boy, kein Problem, Mann. Ich komm mit der Gun, bang, 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 bang. Schieße dir vom Kopf deine Ray-Ban. Alle lieben diesen Boy, ich bin Raymond. Du bist beef mit dem Boy, kein Problem, Mann. Ich komm mit der Gun, bang, 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 bang. Schieße dir vom Kopf deine Ray-Ban. Alle lieben diesen Boy, ich bin Raymond. Und ich smoke wieder dieses Bruder. Habe Chains up von Jacob the Judah. Habe Jeans up von True Religion Bruder. Und der Boy ist strapped mit der Ruger. Guck mal, wie ich trap bin, der Hood Boy. Ich bin ein Good Boy. Gucci, Prada, Louis, Louboutin Boy. Alles neu bei dem Boy läuft. Homeboy, du bist schwul, so wie Boy Josh. Und ich nehme dir dein Mountainbike fort. Komme nicht auf die falsche Idee, Boy.
schon schwach die Gun. Bang und du bist der Boy. Bang, 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 bang und du bist der Boy. Rest in peace, Boy, und du bist kein East Boy. GTFGB, wir sind die Glow Gang. Zick dich mit dem Bro, sonst mach die Gang. Bang. Ja, du weißt, ich bin ein Batman. Kein Batman, ich bin so ein Batman. Wenn der Batman draußen vor der Tür steht, weißt du denn besser weg oder bang bang? Du willst dies mit dem Boy, kein Problem, Mann. Ich komm mit der Gun, bang 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 bang. Schieße dir vom Kopf deine Ray-Ban. Alle lieben diesen Boy, ich bin Rayman. Und ich smoke wieder dieses Buddha. Habe Chains von Jacob the Jeweler. Habe Jeans von True Religion Bruder. Und der Boy Boy strapped mit der Ruger. Yeah, High Tunes out now. Money Boy, Swag, Joyce TV. Wir sind hier. Kein Problem, Mann von Money Boy. Martin, sagt der Chat auch kein Problem, Mann? Das ist ein Rekordergebnis. 87% sagen nein, bitte kein zweites Date. Das kann ich auch ein bisschen verstehen. Ich habe meine Augen überall, habe vorhin auch gesehen, dass der Kollege Moneyboy unten auf dem Hof an unser Gebäude gepinkelt hat. Und ich glaube, so jemand möchte man nicht ein zweites Mal daten, oder? Hast du das gemacht? Das war der Hummer. Oh, Jesus Christ, okay. Also die hast du die Hände gewaschen? Hey, der Boy ist immer crispy clean. Tschüss. Das wird hier nichts mehr mit uns. Aber hey, schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Nein!